Ja, und wie moderieren wir jetzt unseren heutigen Starcast an? Also man könnte sagen, er hat oder sie bringt jetzt heraus, aber weißt, eigentlich ist völlig wurscht. Ist sie jetzt mehr Conchita oder doch mehr Wurst? Und was würde Tom Neuwirth dazu sagen? Ja. Wir fragen sie einfach gleich selbst. Jedenfalls gibt es neue Songs und wir freuen uns sehr auf Conchita Wurst. Conchita Wurst! Wie die Zeit doch vergeht, dieser Auftritt zum Song Contest-Sieg in Kopenhagen war bereits 2014. Conchita, geboren 1988 als Tom Neuwirth, ist eine Sängerin, die sich 2011 als Kunstfigur erschafft. Eine Diva mit Vollbart. Die Schaffung Conchitas erklärt Neuwirth als Reaktion und Statement gegen Diskriminierungen, die er in seiner Jugend aufgrund seiner Homosexualität erfuhr. Das Auftreten als Conchita solle auch dazu führen, dass es Jugendliche leichter haben. Und zwar egal, aus welchem Grund sie anders sind als die anderen. Conchita ist eine, die keinen kalt lässt. Sie sagt ihre Meinung, sie polarisiert. Sie ist eine, die sich nicht verbiegen lässt und überrascht. Marianne aus dem Wachauer Land, dein schöner. Heuer lässt Conchita aufhorchen, und zwar, weil es vorbei sein soll mit der Kunstfigur. Oder wird sie nur eine andere? Sie verändert sich. Egal wie das Erscheinungsbild von Tom Neuwirth auch ist. Den Fans wird es egal sein. So sieht sie heute aus. Schön, was haben wir gerätselt? Was haben wir uns gedacht? In welchem Outfit? Was hat er? Ja. Ist schon ein Thema, oder? Diese ewige Verwandlung. Ja, natürlich ist es ein Thema. Das ist ja auch, wie soll ich sagen, ein Outfit oder ein Look ist auch schnell einmal kommentiert oder diskutiert. Das ist ja auch unterhaltend. Das macht ja auch Spaß, oder? Natürlich macht das Spaß, ja. Aber es geht halt einher mit der neuen Musik, die ich mache. Mhm. Und das ist, spiegelt sich einfach in meinem Leben wieder, was sich eben verändert hat. Und, ja. Sag mal, wie unterschreibst du jetzt eigentlich deine Autogramme? Ich habe tatsächlich. Mit Conchita? Mit ja, Wurst? Gibt es zwei Autogrammkarten? Nein. Oh, ich glaube, ich brauche zwei verschiedene. ich habe tatsächlich schon ein bisschen darüber nachgedacht, wie ich jetzt unterschreiben werde. Und mittlerweile wird es nur mehr so eine Aneinanderreihung an Wellen. Man kann ja Autogramme eh nie lesen, ja. in Wirklichkeit. Seit 5 Jahren spielst du jetzt mit diesen Figuren, in die du schlüpfst. Kennengelernt haben wir dich als Tom Neuwirth. Ja. Was hat das mit Tom Neuwirth gemacht, diese ewige Verwandlung? Was hat das mit mir gemacht? Ich glaube, für mich habe ich gar nicht so wirklich differenziert, weil es gibt irgendwie die Bühnenfigur oder unser arbeitendes Ich, weil das kennt sie ja auch. Wir haben ja unser privates Leben und unser privates Sein und vor der Kamera sind wir halt irgendwie eine andere Version von uns. Und so sehe ich das auch. Also das bin alles ich, in all diesen Gesichtern und Looks und Rollen und dann aber auch nicht. Also es ist so, ich habe in meinem Kopf keine Grenzen und es gibt keine Regeln. Ich tue einfach, was ich will. Schön eigentlich. Die neue Musik hast du schon angesprochen. Wir hören da vielleicht noch einmal auch hinein. Ja. Unbedingt. Da haben wir einen. Genau. Sehr gerne. Veröffentlicht. Genau. Warum nicht gleich ein Album, oder man tut das nicht mehr, habe ich gehört, das ist altmodisch. Genau, also da hat sich ein bisschen was getan in der Musikwelt. Ich glaube, in der heutigen Zeit kommt es darauf an, dass man einfach ständig etwas liefert, immer Content produziert. Mhm. Und das spielt mir sehr in die Hände, weil es kommen jetzt kontinuierlich Songs raus, aber auch Videos. Und ich liebe es, Videos zu machen. Ich liebe es, mich zu verwandeln. Ich liebe es, meine Vision zum Leben zu erwecken. Und ich habe ein großartiges Team, die mir dabei helfen, dass das, was in meinem Kopf passiert, meistens dann noch cooler ist. Mhm. Und so auch, ich bin ja so happy mit allem, was gerade passiert. Und habe eine volle Gaudi. Ich habe es geliebt, blond zu sein.
Ich war ungefähr eine Woche blond. Ja. War immerhin eine Woche. Ne? Eine Woche, aber ich musste dann Shootings machen und deswegen wieder umgefärbt. Und ich bin die Mariahilferstraße auf und ab gerannt. Ich habe es geliebt, geliebt, geliebt. Du sag mal, man hat sich schon große Sorgen um Conchita gemacht. Ich habe gesagt, Conchita stirbt oder du willst sie töten. Was weiß ich. Sie lebt weiter. Wir dürfen die Fans einmal beruhigen. Sie wird auch wieder auftreten. Ja. Und zwar in Linz bei der Ypsiade. Genau, also bei der Ypsiade in Ips und in Linz trete ich auch auf. So genau, was, ja. genau. In Ips gibt es, glaube ich, noch ein paar Karten. Also bitte okay. Kommen Sie. Ja. Da darf ich mich sehr freuen. Da spiele ich auch schon die neuen Songs. Mhm. Das ist ja für mich sehr aufregend. Das ist auch für meine Band, weil der Sound ist ja schon sehr anders als das, was ich vorher gemacht habe. Und wir freuen uns alle schon sehr, weil es klingt toll, finde ich, in den Proben. Auch symphonisch bist du wieder unterwegs, in der Stadthalle genau. Mit einem ganzen Orchester zu spielen. Da sehen wir auch Ausschnitte. Das ist ja musikalisch dann schon auch noch mal ganz anderes Feeling, oder? Dieses Konzert war der absolute Wahnsinn. Also da sitzt hinter einem diese riesige Gruppe an Musikern und das ist so eine Kraft, die mich zumindest durch dieses Konzert getragen hat. Und ich freue mich einfach auch so, dass sie einfach alles ausgeht. Also ich habe für mich jetzt eben diese Regeln, die ich mir früher auferlegt habe, die gibt es nicht mehr. Und ich mache jetzt alles, worauf ich Lust habe. Und wenn es Elektropop ist, dann ist es Elektropop. Und im Herbst stehe ich wieder mit einem Orchester frisch frisiert in der Stadthalle. Und auf das freue ich mich auch schon sehr. Egal, wer dich kritisiert, aber eines muss, glaube ich, jeder sagen. Singen tust du wirklich fantastisch. Das muss man wirklich mal sagen. Da sitzt jeder Ton. Die Nummern, die du singst, sind nicht einfach. Ja, ich weiß, du bist selber ein bisschen kritisch. Ja. Sogar Dieter Bohlen hat einmal gesagt, als dein Song bei seiner Castingshow nachgesungen worden ist, halt, das könntest du nicht machen, das geht nicht. Das ist einfach grandios gesungen. Oh, vielen Dank. Aber warum bist du so streng zu dir selbst? Weil ich bin, was den Gesang anbelangt, nicht mein größter Fan. Aha. Also ich mag zum Beispiel nicht, ich mag es nicht, in einem Studio zu sein, weil da ist man so nah an dem eigenen Fehler und man hört so genau, was man alles nicht kann und vor allem nicht auf Anhieb kann. Und beim Konzert hast du halt eine Chance. Und ich habe es mittlerweile schon gelernt, mich fallen lassen zu können, das auch zu genießen. Aber es gab Zeiten, wo es nur ein technischer Ablauf war in meinem Kopf, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Und da bin ich gerade ein bisschen dabei, das abzubauen. Weil es geht um den Spaß am Ende des Tages und nicht, ob jeder Ton sitzt. Was man aber schon das Gefühl hat, dass du es ja genießt, ist einfach das Entertainen, das Auftreten, das Moderieren. Das machst du heuer auch wieder beim Amadeus Music Award. Ja. Wie oft hast du dich letztes Mal umgezogen? 4 oder 5 Mal, okay. Ich weiß es nicht mehr. Aber das gehört dazu. Ich finde, wenn ich moderiere, und dann muss ich das ausschlachten. Und was erwartet man von einer guten Moderation? In Amerika wäre es gang und gäbe, nicht? Oder? Dazu sagen. Ja, klar. Oder? Lux. Vor allem, du hast eine Figur, du kannst es dir leisten, muss ich jetzt auch dazu sagen. Was ja wirklich ein bisschen unfair ist, wenn ein Mann mit schmaler Taille so spielt. Ja? Ja. Weil da habt ihr natürlich schon anatomisch manchmal ein bisschen einen Vorteil. Aber es schaut super aus. Ja. Muss man neidlos anerkennen. Vielen Dank. Macht dir das Spaß, moderieren? Ich liebe es. Ich habe so eine Gaude überall, wo ich im Mittelpunkt stehe, das mache ich. Das finde ich so schön, weil manche sagen, nein, ich möchte nicht erkannt werden. Oder super. Ich bin eigentlich, du bist ehrlich. Das ist schön. Ja, also ich weiß nicht, für das bin ich wahrscheinlich auch ein Bühnenmensch und liebe es, Menschen zu unterhalten. Ich glaube, ich habe das ein bisschen von meinem Papa, der ist auch sein eigener Star in seiner eigenen Welt. Wir haben ein Gasthaus daheim und als Wirt muss man die Leute unterhalten. Und ich glaube, das habe ich von ihm gelernt. Und jetzt, wenn er einen Raum betritt, dann will ich schon wissen, dass alle merken, dass ich da bin. Was ich lustig finde, ist während des ganzen Gesprächs, ich habe dich eigentlich nur mehr so hochdeutsch in Erinnerung. Ja. Sprichst du dem Dialekt? Ja. Seit wann denn? Habe ich da was versäumt? Naja, die Conchita war so ein bisschen eine Präsidentengattin. Ja. Ist in meinem Kopf. Und da dachte ich mir, du musst Hochdeutsch sprechen. Ja. Weißt du? Und genau. Und jetzt, welche Sprache nimmst du dann, wenn du bei der Europride auch heuer wieder im Einsatz bist? Da wird es wahrscheinlich vorwiegend Englisch sein, weil wir erwarten bis zu 1 Million Gäste. Boom. Wow. Wann ist das genau? Im Juni, genau. Es ist auch der Liveball in dieser Zeit. Also 2 Wochen lang wird dieser Teil unserer Gesellschaft gefeiert. Und das finde ich wunderschön. Und ich glaube, das wird für Wien einfach auch extrem wichtiger Moment sein, weil die ganze Community der ganzen Welt schaut auf uns und in der LGBTIQ-Community ist Wien wirklich auch eine sehr weltoffene Stadt und tolerante Stadt bekannt. Was machst du eigentlich, um dich einfach mal zu entspannen? Ich habe das Gefühl, so ein Fulltime-Kalender. Wo ziehst du dich zurück und holst du wieder Kraft? Also zum einen liebe ich es, wenn ich viel zu tun habe. Okay. Ich glaube, als Künstler ist ein voller Terminkalender ein guter Terminkalender. Um mich zu entspannen, ich
Ich liebe es, meine Freunde zu treffen. Mhm. Ich kann gut mit mir allein sein. Seit neuestem koche ich auch. Oh. Ich habe gerade, darf ich das kurze? Ich habe gerade meine Schlagobers-Phase. Ich koche gerade alles mit Fettbutter und Schlagobers. Wo kann isst du das hin? Ja. Ja, was? Ja, ja. Ja. Dann musst du aber öfter zu uns kommen, weil wir kochen auch. Ich meine, ja, kochst das haben wir lustig. Ich habe schon Bärlauchsalz gekriegt. Wirklich? Ja. Das nächste Mal kommst du und wir kochen miteinander. Wir nehmen ja noch ein Schlagobers. Nimm mir ein Rezept mit von mir. Ja? Dann kochen wir. Na, pass auf. Da werde ich dich noch festnageln, mein Lieber. Gell? Schön auf jeden Fall, dass du da bist. Dankeschön. Weiterhin voller Erfolg. Danke. Bei uns geht es jetzt weiter mit Konkret und Onkel Takatz.